Heute probiere ich das Tegernseer Hell. Herzlich willkommen zum Knölsch Bierkanal. Heute gibt es ein bayerisches Bier, und zwar das Tegernseer Hell vom herzoglich-bayerischen Brauhaus Tegernsee. Dieses Bier ist eins, was ich mal wieder gerne mal trinke. Es ist ein sehr leckeres, süffiges, helles. Kommt vom Tegernsee. Das ist eine teure Region. Vielleicht ist es deswegen auch nicht ganz billig. Das ist schon ein Bier, was eher hochpreisig ist. Ich glaube, da kostet der Kasten so Mitte 20 Euro. Finde ich schon einen ordentlichen Preis. Aber es ist es wert. Es ist wirklich ein sehr leckeres Bier. Ein bayerisches Hell mit geschützter geografischer Angabe. Hier dieses Logo da. Nach dem Reinheitsgebot natürlich gebraut, selbstverständlich, das bayerische Reinheitsgebot. Und ja, viel zu sagen gibt es dazu nicht. Das Brauhaus, das herzogliche Brauhaus Tegernsee gibt es schon lange. Eine tausendjährige Geschichte sprechen sie von, oder sogar noch länger. Zurückgehend auf das Benediktinerkloster Tegernsee, welches 746 gegründet wurde. Aber das Brauhaus ist, glaube ich, nicht ganz so alt. Ja, das hat 4,8 Volumenprozent, das ist, glaube ich, relativ normal für Helles. Und ja, wenn ich im Urlaub bin bei Freunden unten in Bayern, dann gibt es das häufiger, und auch der Getränkeladen meines Vertrauens hat es eigentlich immer da, sodass ab und zu mal in den Wagen landet. Ja, um sonst zu erzählen, Helles ist ein Standardbier, sollte man kennen. Guck mal, was es so kann. Ne? Also ich weiß, was es kann, aber jetzt für ihr, ne? Ich bin jetzt im neuen Setting. Was da hinten hängt, erkläre ich irgendwann mal in einem Video. Ich versuche gerade ein bisschen aus. Ich wollte von der letzten Stelle, wo ich über die Videos gemacht habe, weg. Jetzt bin ich woanders und mal gucken, ob das hier funktioniert. Sowohl vom Klang her als auch vom Setup. Mal gucken. Ja. Wie es sich gehört, direkt ordentliche Malzigkeit. Der Schaum ist mittel bis feinporig. Es ist sehr hell. Natürlich ganz fein, kann durchkochen. Schöne Karbonisierung. Ja, mal genau riechen. Sehr süß, finde ich. Es hat wirklich eine süße Malzigkeit in der Nase. Vom Hopfen her, ich denke, das kommt vom Hopfen eher so eine, ja, wobei hier ist es eher eine malzige Note. Kann ich halt mal nachgucken hier. Eigentlich auch vom Malz eher eine gewisse Honigsüße habe ich da. Ja, süß, sehr Malz. Vom Hopfen kommt nicht viel rüber, ist halt auch ein helles, nichts Gestopftes, nichts Überhopftes oder stark Gehopftes, von daher war es nicht anders zu erwarten. Ich sag mal Prost. Zum Wohlsein. Probieren wir mal. Den Honig habe ich jetzt im Geschmack ganz intensiv. Also wirklich, da ist eine Honigsüße drin, vor allem so auch so im Nachtrunk, die sehr interessant ist. Es ist ein extrem leckeres, süffiges Bier, was gut läuft, muss man so sagen. Es hat diese Süße, die einfach Spaß macht. Es ist so gut wie gar nicht bitter, vielleicht im Abgang ganz klein bisschen bittere, aber sehr angenehm. Es ist ein wirklich sehr gut trinkbares Helles. Helle finde ich so, also Helles ist so ein Bierstil, der mir sehr gefällt, den ich sehr gern mag, den ich als sehr süffig empfinde und bei eigentlich im ganzen Jahr trinkbar. Und dieses gehört definitiv dazu. Ja, wenn ihr das schon mal hattet, habt ihr auch diesen Honig. Ich habe jetzt total diesen Honiggeschmack im Mund gehabt. Ich probiere noch mal, ob das reproduzierbar ist. Aber ich glaube, es ist es. Ja.
so dominant finde ich das sogar. Ja, das Bier ist eigentlich ein Standard. Kennen viele von euch bestimmt. Sagt mal, wie ihr es findet, ob ihr es schon hattet und ob ihr es auch gerne trinkt oder ob ihr sagt, ne, den Preis ist mir nicht wert. Oder vielleicht habt ihr einen guten Tipp, wo man es kriegt für einen besseren Preis. Ich finde es sehr lecker. Ja, schreibt was in die Kommentare, lasst mir gerne ein Abo da und bleibt mir gewogen. Und ja, mit meinem neuen Aufbau muss ich mal gucken, wie das so wird. Offenbar ist die Idee, dass ich da hinten verschiedene Bilder hinmachen kann, wenn ich mal andere Bilder habe für dahinter. Vielleicht auch mal irgendwas nicht bierbezogenes, einfach so, dass mal ein bisschen was anderes im Hintergrund ist, als nur ein Fachwerk oder ein Poster und dasselbe Poster. Mal gucken, ich habe noch keine richtigen Ideen. Ein Greenscreen werde ich noch nicht machen. Ist jetzt nur ein Versuch und ich bin da noch ganz am Anfang. Ich bin noch nicht mal einen Monat dabei. Knapp. Gut. Ja. Ne? Kommentieren und bis bald. Prost.